Junge, Junge, Junge! Was ist das denn jetzt? So, ich melde mich hier aus der Wüste mal wieder. 3, 2, 1, go! So, machen wir mal ganz schnell wieder die Scheibe zu. Das war jetzt nur für den Cut. Moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind mit einem neuen Striegel wieder in Gange. Allzu viel erkennen kann man von dem, obwohl doch, Scheibe ist halt ultra dreckig, aber ja, wir sind am Blindstriegeln. Das Gute ist, dass wir hier halt ordentlich Geschwindigkeit fahren können, weil wir das Ziel haben, beziehungsweise müssen wir darauf achten, dass wir nicht mit unserem Striegelzinken gegen eine Kultur gegenkommen. Zeige ich euch jetzt einmal kurz. Ihr müsst euch vorstellen, hier wurde vor einer Woche ungefähr Hafer-Erbsengemenge eingedreht und das auf knappen 3 bis 4 cm tief. Da drüber die Erde, die wollen wir jetzt bearbeiten und dementsprechend, weil es vor einer Woche gedreht ist, ist es auch schon angekeimt, aber es war auch kalt, also es ist nicht allzu viel passiert. Deswegen ist es noch in Ordnung, so eine Woche später. Wir müssen halt aufpassen, dass wir die Keime nicht abbrechen, die schon da sind. So, da könnt ihr sehen, ist der Hafer, eine Erbse, weiß ich jetzt nicht, ob wir die hier jetzt auch gleich finden. Hier können wir sehen, der Keimling auch bis jetzt nur nach unten. Das heißt, alles super, wie wir es hier machen. Hier können wir auch sehen, wenn ich an den Zinken ziehe, das Seil ist locker, aber auf diesem leichten Boden geht der dann doch halt relativ gut rein. Und wenn so extrem staubt, wie es hier tut, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil wenn du die ganzen Keimlinge rausstriegelst und, der Boden so feucht ist, dann wachsen sie eh gleich wieder an. Das ist die letzte Bahn jetzt von der zweiten Fläche. 3 Flächen habe ich jetzt vormittags zu schaffen. Kleine Info noch nebenbei, der Ortolan, das ist ein Schutzprogramm. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das gerade eben erwähnt habe, aber ein paar Videos davor schon mal. Der Ortolan ist ein kleiner Spatz, ein kleiner Vogel und das ist hier ein Schutzprogramm. Geht nur auf sandigen Flächen und dann muss man halt gucken, ob die Fläche denn genau für dieses Programm ausgewiesen ist. Ja, ist sehr extensiv und gibt ein bisschen extra Geld. Ist gut für diese kleinen Sandböden, wo man eh nicht viel ernten kann. Da vorne ist Erwin mit einem Kultivator auf der Fläche, die ich vor ein paar Vlogs mit einer Scheimegge machen wollte. Ich lasse jetzt einfach mal die Drohne fliegen, dass ihr jetzt hier während meinem Gesabbel sehen könnt, was ein Kultivator ist. Das ist quasi einfach nur so ein kleiner Grubber, der keine Rückverfestigung hat. Kannst du optimal auch nutzen zum Durchlüften, weil die Fläche noch zu nass war fürs Pflügen und ist auch optimal gegen Quecke, weil die rauszieht und oben quasi drauf liegen bleibt zum Vertrocknen. Gut, wieder zurück in der Zentrale. Wir sind fertig. Striegel wird zusammengeklappt und wir fahren zur nächsten Fläche. So, ich bin hier jetzt auf der letzten Fläche. Vorne sind Schafe und hier ist ein kleiner Problem. Ein kleiner Problem ist hier. Wir sind jetzt zu spät. Guckt euch das mal alles an. Also ich bin jetzt ehrlich, ich kann das jetzt gerade gar nicht deuten, was das für ein Kraut ist.
In so einem kleinen Stadium kannte ich das für einen kurzen Zeitraum während des Studiums. Einmal schön Bulimie lernen, 115 Kräuter auswendig, aber das ist alles wieder raus aus dem Kopf. Hier ist halt richtig viel, ne? Richtig, richtig viel Kraut. Aber diese Fläche hat auch einen großen Krautdruck. So, jetzt ist das Ding, ich habe die Striege schon ein bisschen flacher gestellt auf 2,5. Ich habe aber hier jetzt gerade eben auch schon eine Erbse entdeckt, die ich schon rausgeholt habe. Okay, die lag schon oben. Die hat ja gar nicht gekeimt. Aber das hier zum Beispiel, das lag oben drauf. Und hier können wir das schön sehen. Die Erbse, das ist auch ein epischer Keimer, ist, wie sie hier sich hochdrückt. Wenn ich jetzt hier das mal rauskriege, ohne den Keim abzubrechen. Da, so weit ist sie schon nach unten gekeimt. Und jetzt wird sich die Erbse quasi so durch den Boden durchdrücken. Und das ist hier ja schon, oh, die habe ich jetzt abgebrochen, doof. Das ist hier schon quasi, ne? Ist auch ein bisschen flacher gekommen. Hier hinten ist der Rauhafer. Ja, und wenn ich hier in der Bahn gucke, das Kraut hier ist auch noch fest, ne? Ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Scheiße ist das. Naja, ist ja nur Ortolan. Weiter geht's. So, wir sind auf der vierten Fläche. Das ist jetzt nicht mehr Ortolan. Hier muss das jetzt funktionieren. Das ist der gute, glutenfreie Hafer. Und der ist auch noch nicht so weit. Deswegen habe ich den Striegel, ich weiß nicht, ob ihr das von hier seht, ich glaube, das erkennt ihr, auf fast 4 gestellt. Das ist jetzt so der Zwiespalt. Es kann sein, dass es noch zu früh ist, weil eigentlich will man auch nicht unbedingt zweimal fahren. Es kann aber sein, dass wir hier noch ein zweites Mal rüber müssen. Kurz bevor er rauskommt, nochmal rüber zu fahren, ist optimal. Jetzt kann ich hier allerdings den Striegel relativ straff stellen. Das heißt, wir kriegen schön viel Kraut raus. Das sieht man so jetzt gar nicht, weil das alles noch in diesem, ja, Kleinkeim-Status ist, Stadium ist, irgendwie, was weiß ich. Und ich muss hier halt relativ breit suchen, weil das hier ja breite Reihe ist, 30 cm. Okay, da ist jetzt nichts. So, zweiter Versuch, hier haben wir es. Da könnt ihr sehen, der Hafer, der ist noch nicht so weit wie der andere, hat auch noch gar nicht nach oben gekeimt. Das heißt, hier können wir schön doll angreifen, ohne dass wir was kaputt machen. Und ja, ich muss jetzt gleich mal zur Anlage fahren, weil ich da irgendwie gerade im 10-Sekunden-Takt Störmeldungen gekriegt habe aufs Handy. Carsten steht da auch schon. Und ich verabschiede mich dann auch schon für heute, weil ich jetzt gleich mit meiner Schwester losfahren muss. Die hat sich ein neues Auto gekauft. Einmal herzlichen Glückwunsch dafür. Und ich bringe sie dahin, dass wir das Auto abholen. Deswegen würde ich sagen, ich schmeiße euch einfach hoch. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Oh ja, da ist mir die Kamera direkt auf den Kopf gelandet. Moin. Wir haben nächsten Tag. Unser Plan ist, grober Abbau. Was ist das denn jetzt? Junge, Junge. So, das Ding hat wohl kodierten Schlüssel und den muss ich jetzt erstmal finden. Take 2. Ich hatte gerade eben einen anderen Schlüssel. Ich wusste nicht, dass der Trecker kodiert ist. So, jetzt bleibt er auch an. Eigentlich war Plan, grober abbauen, Scheibenegge anbauen und wir haben eine Fläche, die auch nass ist, wo wir noch gar nicht drauf waren, einmal durchlüften. Ja, jetzt kam Papa gerade eben, Thomas, hinten an der Anlage. Kann heute nicht, deswegen kurzfristige Planänderung. Wir füttern erstmal Biogasanlage. Warum sehen eigentlich so viele Schlüssel von uns so aus? Naja, solange sie noch funktionieren, passt das schon, wa? Der Haufen ist übrigens ganz normale Grassilage. Wir nehmen sie nur einmal, schmeißen sie hin, damit schon mal ein bisschen lockerer liegt, damit der Fütterer da hinten nicht so ein Problem hat. So, jetzt habt ihr einmal alles gesehen. Carsten ist auch gerade da, sein Fass ist voll. Wir machen unten Mais,
Gras, dann Mist und oben wieder Mais rauf. Das ist das Sandwich-Verfahren. Warte jetzt noch, bis Carsten weg ist, dann schmeiße ich da noch Mais oben rauf. Ja, ich muss auch noch fegen. Das heißt, wir fahren gleich doch mit dem Grubber los, machen das Vorgewinde und dann mit der Scheimecke und wir sehen uns später. So, ich melde mich hier aus der Wüste mal wieder. Moin, das ist der letzte Keil hier vom letzten Schlag. Wir haben jetzt mittlerweile 5:30. Bei mir ist jetzt nicht mehr viel passiert. Ich war die ganze Zeit am Blindstriegeln, knappe 30 Hektar aufgerundet, auf 5 Flächen aufgeteilt, habe ich jetzt durchgemacht. Morgen geht das weiter und ja, wie ich schon gesagt habe, man muss tatsächlich jede Fläche gucken, weil immer mal wieder geht die Drillmaschine tiefer weg oder halt flacher. Und wie ihr seht, ich habe hier jetzt auf 2,5, zwischendurch auf einer anderen Fläche einen Striegel auf fast 5, also ja, muss man immer gucken. Das hier ist übrigens die Ortonalfläche, wo Carsten sie da vorne vor 2 Blocks so richtig festgewamst hat, wo ich ihn dann rausgezogen habe. Und anderer witziger Sidefact mit Blindstriegeln, also diese Arbeit hat damals meine YouTube-Karriere angefangen. Das ist mein erstes Video. Ja, wenn man da sich die Qualität des Videos anguckt, Junge, Junge, da ist aber was passiert hier auf dem Kanal. Das Video heißt Blindstriegel mit Paula, das ist ja unser Hund. So, und genau, ich schmeiß euch gleich hoch. Ah, nicht, dass ich das vergesse. Hobby Knebel, mit dem telefoniere ich unter anderem gerade. Und ich sind immer öfter jetzt live bei Twitch. Hatten jetzt heute Abend auch wieder geplant. Ich meine, jetzt heute ist Dienstag. Morgen sind wir auch live. Das Video kommt am Donnerstag raus. Das wird euch nicht mehr viel bringen. Sonntag waren wir auch live. Guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da ist der Kanal verlinkt. Lasst gerne ein Follow da und dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Mal live bin. Vielleicht sieht man sich ja da dann im Live. Alles klar, ich schmeiß euch hoch. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Moin! Nächster Tag. Ist wieder die alte, bekannte Arbeit. Blindstriegeln. Erstmal müssen wir Frontgewicht vorne hochheben, dafür den Kram hier doppelt entsperren. Da im Hintergrund habt ihr gerade gesehen, Konrad ist wieder los mit dem Güllefass. Wenn ihr das Wetter anguckt, haben wir ein bisschen Druck. Carsten auch, der will noch weiter Hafer drillen. Dem habe ich heute auch die Kamera wieder mitgegeben. Da habe ich mir gedacht, wer weiß, vielleicht hat er noch mal ein bisschen was Geiles zu erzählen. Der ist ja jetzt gerade am Abschmieren. Moin! So, und wir fahren jetzt nach Redderbeitz. Erstmal seht ihr, der Blue ist leer. Müssen wir erstmal tanken. So, jetzt ist das Ding. Müsste man darauf achten, wenn ich den Striegel komplett hochhebe. Guck mal hier oben aus dem Dachfenster, wie extrem hoch das Ding ist. Und damit würde ich jetzt nämlich da das Dach abreißen. Deswegen Striegel immer schön unten lassen bei der Fahrt. Dann bleibt man auch nicht in irgendwelchen Ästen hängen. Juli, das Schöne ist, wenn wir nach Redderbeitz fahren, kommen wir an meiner Tankstelle vorbei. Deswegen sehen wir uns da wieder. So, wir sind da. Das ist unser Feld. Hier ist unser Proviant, schönes Mettbrötchen, Schnitzelbrötchen. Durstlöscher, Kirschbanane. Da kriege ich immer ein bisschen Hate von Hobbyknebel, aber Kiba, weiß ich nicht, finde ich ab und zu geht das mal. Und gerade auf der Straße gewesen und von der Straße gesehen, dass hier ein Fasttrack bei uns einfach auf dem Feld steht. Da war ich ein bisschen verwundert erst. Ja, das waren N-Mint-Proben. Sonst waren wir immer mit dem Auto unterwegs im Anhänger. Das ist dieses Jahr ein bisschen schwierig und er meint auch gerade, das Auto ist von der Werkstatt. Gut, wir fangen jetzt mal an. Hier, ihr seht, hier am Vorgewende, wo die Rollhacke nicht im Boden gegangen ist, ist der Boden hart. Wenn ich da jetzt gleich den Striegel ausklappe, werdet ihr merken, dass der nur so rüberrasselt, dass er da gar nicht reingehen wird. Ich würde schätzen, hier können wir ruhig auf 5 gehen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie dolle der neue klappert. Der alte hat sehr dolle geklappert. Das geht aber. Und mal gucken, was wir hier so veranstalten. Das sieht so schon ganz gut aus. Hier könnt ihr sehen, also ich gucke jetzt halt, ob der ganze Kräuter raus sind.
hier ist halt der Boden verdammt hart. Ich weiß nicht, ob der Striegel da jetzt wirklich reingehen wird, wenn ich den noch härter stelle. Ich werde es trotzdem machen. Striegel ein bisschen härter und ein bisschen langsamer fahren. Konzentrieren. So, und bevor man jetzt einfach weiterfährt, guckt man nochmal nach. Ihr müsst euch ja vorstellen, ich würde so jetzt die komplette Fläche bearbeiten. Und wenn ich jetzt einfach auf Gefühl mache und hier hinten jetzt aber zum Beispiel meine Kultur auch rausreiße und die hier doch einfach noch drauf liegt, hat gar nichts gewonnen. Ja, jetzt kommt er hier zumindest ein bisschen rein. Ja, ein bisschen Ehrenpreis hängt er noch. Nee, so können wir weitermachen. Gut, top, herrlich. Das ist super. So, der Wagen rollt wieder. Und wir gönnen uns jetzt mal unser Frühstück. Und währenddessen schalten wir mal rüber zu Carsten. Mal gucken, was er so filmt. So, ich wollte mal informieren, was ich gerade so mache. Und zwar, ja, nichts Neues. Ich bin wieder am Drehen. Gestern Substrat gefahren und vorgestern. Heute noch schnell drehen. Morgen soll es wieder regnen. Wie ihr seht, es staubt ordentlich. Aber nur hier oben. Unten ist er so ein bisschen moorig, da ist grenzwertig. Aber in der Nacht ist Regen angesagt, das muss jetzt rein. Bedanken wollte ich mich nochmal für die ganzen Follower, für meinen TikTok. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Echt klasse von euch. Und Instagram habe ich jetzt auch. Nur mal so am Rande. Moin, ich wollte nochmal einmal euch zeigen. Hier ist Lars. Drücken wir mal einmal rüber. So, ich lösche jetzt doch noch mal runter. Ich wollte jetzt gerade anfangen hier beim Blindstriegeln. Und da zeige ich euch auch einmal, hier habe ich einmal schon mal ein bisschen gebuddelt. Und hier auch. Warum habe ich hier noch mal gebuddelt? Weil ich grob abgeschätzt habe, dass hier die Fahrspur war von Carsten beim Drillen. Wenn ich da am Trecker vorbeigucken, hier Außenkante, zack, zack, zack. Man weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Ein bisschen meine ich zu erkennen, dass die Spuren hier anders aussehen. Also das würde hinhauen, dass hier die Fahrspur war. Da ist es nämlich immer der Fall, dass die Saat im Schnitt nicht so tief wegkommt wie sonst wo. Und wenn ich jetzt nämlich hier auch gucke, hier die Erbse, die hatte ich gar nicht rausgedrückt, sondern die ist rausgeflogen. Also mit rausgedrückt meine ich hier ausgeputtelt. Aber wenn wir hier gucken, sehen wir, dass es verdammt flach ist. Da haben wir was. Hier haben wir was. So, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe gerade einmal Carsten angerufen, weil das hier doch verdammt flach war. Hier die Gerste und Erbsen. Teilweise, wenn wir hier unter dem Striegel gucken, liegen Erbsen schon draußen. Vorm Striegel habe ich es jetzt nicht gesehen. Und wenn ich jetzt nämlich hier gucke, hier ist keine Fahrspur von Carsten. Hier ist es ein bisschen tiefer drin. Hier kam ich jetzt auch nicht mit dem Striegel gegen. Wir sehen hier aber auch schon die Keime schön. Also das habe ich jetzt auch alles ausgebuddelt. Und Carsten meinte, also es ist Mittwoch oder Donnerstag. Heute ist Mittwoch. Und heute vor einer Woche oder gestern vor einer Woche, er weiß nicht mehr genau, war er hier zum Drillen. Außenrum, gerade hier hat er auch angefangen, meinte er, da war noch ein bisschen zu flach. Also wir werden in der Mitte nochmal gucken. Da vorne eine Springstelle, die müssen wir auslassen. Und da hinten hat Carsten sich im letzten Vlog festgefahren. Das lassen wir auch aus. Ich fahre jetzt einmal außenrum und dann gucke ich da nochmal nach der Tiefe. Ja, mal gucken, wann ich euch wieder entscheide. So, wir sind gerade unterwegs zur letzten Fläche. Konrad ist hier gerade vorbei, aufs Feld gefahren. Nochmal die letzten nassen Stellen mit dem Güllefass probieren. Bin ich gespannt, ob jetzt in den nächsten paar Minuten Anruf kommt, weil da hinten ist ganz kritisch. Und wir wollten uns so langsam aber sicher rantasten. Hey, und wie gesagt, wir sind jetzt hier gerade am Striegeln. Ja, staubt ihr schon wieder? Wir sind im Dinkel in Gange. Hier kam vor knapp einer Woche Gülle rauf und ich muss auch sagen, das sieht man. Der Dinkel sieht echt gut aus. Trotz alledem
das hier gerade so staubt. Also ich habe den Spiegel gerade ein bisschen weniger stark gestellt, auf 2,5. Vorher hatte ich deutlich stärker, damit ich ein bisschen schneller fahren kann. Ich habe nämlich gerade einen Anruf gekriegt. Ja, auch wenn es hier staubt, sieht es woanders so aus. Mann, 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 ich habe vorhin noch drüber geredet. Jetzt sitzt er hier drinne. Der Anruf kam. Hier bin ich jetzt gerade übrigens neben der Güllespur gefahren, damit ich das ganze Zeug hier nicht rausreiße, weil wenn ich hier auf dem frisch gegüllten jetzt fahre, ist halt das Problem, dass die ganze Kultur sich an den Reifen festbappt und man sie mehr oder weniger rauszieht. Und ich will jetzt gucken, ob ich ihn mit meinem kleinen 6130 hier rausgezogen kriege. Das Problem ist, hinter unserem 6250 ist der Pflug und hinter dem 6210 ist die Drillmaschine. Die sind deutlich schwieriger abzubauen. Ja. Wir versuchen es mit dem Striegel rückwärts raus und wenn das nicht geht, dann ja, Rottlader. Junge, Junge, Junge! Ja, passiert, ne? So, aber so super versenkt ist das Ding gar nicht. Problem ist nur, das Fass ist dreiviertel voll. Und mit vorwärts rausziehen, glaube ich, das wird auch nichts. Gut. Gucken. Gucken, gucken. Hatte hier gerade alles einigermaßen sauber, zumindest in der Kabine. Ich glaube nicht, dass das was wird. Wir können noch mal probieren. 3, 2, 1, go! Hier gar nicht gehen. Ich drehe mich voll weg hier gerade. Warte. Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp. Hätte ich nicht gedacht. War ja auch zwischendurch ein bisschen knapp. Aber ein paar Wunder, die ich auch überfahren. Ja, du wolltest halt auch mal aufs Titelbild, ne? Ja. So, war erst kurzer Krampf. Aber der kleine Vierzylinder hat es doch hingekriegt. So, dann kann das weitergehen. Wir fahren den Striegel. So. Das war nichts. Beziehungsweise lasse ich es hier sein mit dem Striegeln. Ich habe euch das jetzt nicht gezeigt, aber der Hafer, da guckt ein Keim so einen Millimeter raus. Dann braucht das noch nicht. Wir lassen den noch eine Woche liegen. Da vorne hatten wir angefangen mit Güllefahren. Ich glaube, das war der letzte Vlog mit Konrad. Das heißt, da hat Carsten auch jetzt noch nachgedreht. Sprich, in einer Woche gucken wir nochmal her und dann versuchen wir es nochmal mit dem Striegeln. Gut, Leute, das war es mit dem Vlog. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt und den Vlog bis hierhin geguckt habt. Vielen lieben Dank dafür. Ich würde sagen, lasst gerne ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Nee, so können wir weitermachen. Gut, top, herrlich. Das ist super.